Steffi, wie geht's dir? Schön. Amarok, nimm's doch bitte mal hier Platz. Ist mir ja klar, Sie haben sich lange Zeit nicht gesehen, aber jetzt ist halt nur mal erstmal die Gerichtsverhandlung. Ja? Und da sollen Sie als Zeuge aussagen. Und als Zeuge müssen Sie hier die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Auch klar. Ihr Personalien lauten Thomas Marok, 22 Jahre alt. Sie wohnen in Steinebach am Würzsee. Sie sind ledig und Sie sind Angestellte im Baumarkt. Verwandt oder verschwägert oder verlobt sind Sie nicht? Nee, aber die Steffi, die ist meine Freundin. Es geht ja um den Sonntagnachmittag, 18. März. Da waren Sie auch bei ihr zu Besuch. Das ist richtig, oder? Ja, genau. Also wann waren Sie da und aus welchem Grund? Also sie hatte mich um 12:15 angerufen, um mir zu erzählen, dass die Romreise, die wir eigentlich geplant hatten, nicht funktioniert, dass sie daheim bei ihrem Bruder bleiben muss. Das haben Sie beide einfach so hingenommen? Nee. Sie sind doch deswegen dann hin, oder? Ja, also ich bin dann um, wann war das? Ich glaube um 2:30 bin ich dann zu ihr gegangen. Und ich glaube nach 5 Minuten war ihr Bruder, der Anni, auch schon wieder auf der Matte und wollte zum See gefahren werden. Und hat sie das dann gemacht gleich? Ja, das hat sie dann auch gemacht. Also ich glaube, kurz drauf ist die mit ihm zum See gegangen und ich habe halt im Haus gewartet. Wie lange hat es dann gedauert, bis die Angeklagte wieder bei Ihnen war? Ja, vielleicht 10 Minuten oder sowas. Und sie hat dann zu mir gesagt, dass ihr Bruder noch ein Bier möchte und deswegen ist sie in den Keller gegangen und hat das Bier geholt und ist dann wieder zum See zu Und in dem Moment, wie war sie da? War sie da irgendwie nervös, aufgeregt? Nee, die war ganz normal. Also, ich meine, hätte sie ihn in den See geschwupst, dann hätte sie... Wäre sie ganz anders gewesen und dazu, wieso hätte sie dann noch ein Bier holen sollen? Ich meine. Sagen Sie mal, Herr Marok, kann es nicht sein, dass Sie die Angeklagte decken, dass Sie uns hier nur vorspielen, dass sie angeblich vom Bier holen in bester Verfassung zu Ihnen gekommen ist? Und sie gar nicht in bester Verfassung war, sondern vielmehr verzweifelt war, weil sie davon ausgegangen ist, dass ihr Bruder mittlerweile ertrunken war? Das stimmt nicht. Das ist ein Quatsch, das stimmt nicht. Bitte? Ich kenne die Steffi und ich verstehe überhaupt nicht, wieso man ihr so etwas zutrauen könnte. Das ist ein liebes, nettes Mädchen. Herr Marok, woher kennen Sie eigentlich die Angeklagte? Ja, ich kenne sie eigentlich über ihren Bruder. Wir arbeiten beide am Baumarkt. Mhm. Und die Steffi hat jeden Tag ihren Bruder abgeholt. Und an einem Tag hat sie auf ihn gewartet und es hat dann auch gefunkt. Wenn Sie im gleichen Baumarkt arbeiten wie Andreas, dann kennen Sie bestimmt auch Herrn Rupp. Ja. Haben Sie da zufällig mal mitbekommen, ob Herr Rupp eine Affäre mit der Kassiererin, Frau Miriam Petri? Also wirklich... Gesehen habe ich da nichts, aber wenn ich den Gerüchten der Traumarkt, ist da schon was gelaufen. Halten Sie es für möglich, dass Andreas Herrn Rupp erpresst hat? Also wissen tue ich da natürlich auch nichts, aber es würde sehr viel erklären. Also, wieso? Ja, bei uns im Baumarkt, da munkelt man, wieso sich der Andi alles erlauben kann. Und der, was meinen Sie genau damit? Macht. Ja, der arbeitet da eigentlich gar nicht richtig. Der ist stundenlang im Internet, dann telefoniert er privat, dann geht er in die Pause für ein paar Stunden. Also der chillt halt. Und wie haben Sie sich das bis heute erklärt? Also, wenn ich es ganz offen zu Ihnen sagen kann, ja. Ich habe gedacht, das ist ein Behindertenbonus, den er da bekommen hat. Aber wenn ich es mir jetzt recht überlege, ja, das kann schon sein, dass er den erpresst. Das passt schon zu dem. Was wollen Sie damit sagen? Ja, er erpresst nicht nur Leute in der Arbeit, sondern auch in der Familie und vor allem die Steffi. Und wenn einer nicht nach seinen Worten flitzt, dann kommt gleich die große Mitleidstour von ihm. Reiß du doch dein beschissenes Maul auf, du Arsch! Du bist ja auf fremde Hilfe nicht angewiesen. Ich habe auch Angst dafür, dass ich Steffi und meine Eltern mehr brauche. Jetzt hören Sie mal auf hier mit Beleidigungen, oder? Ja, ist doch wahr, ohne Scheiß. Das ist ja auch schön und gut, aber jedes Mal, wenn sie nicht gleich kommt, wenn du schreist, dann kommt von dir wieder der Spruch, dass sie daran schuld ist, dass du jetzt im Rollstuhl sitzt. Ja, es ist doch so! Ja, aber du bist doch blöd. Das ist deine Schwester. Du weißt doch, dass du so wichtig für sie bist. Die macht doch alles für dich. Ja, übertreib halt wieder. Und sie nervt das, hm? Ja, natürlich nervt mich das. Mhm. So kann er sich doch nicht ihr gegenüber verhalten. Sie meinen, er könnte eigentlich selbstständiger sein, wenn er sich anstrengen würde? Ja, natürlich. Ich meine, wenn er sich Mühe geben würde, dann könnte er das alles selber machen. Aber er genießt die Rolle als Behinderter und macht keinen Finger krumm. Er ist doch totaler Dünnschiss, ohne Scheiß. Was habe ich denn überhaupt dir getan, hä? Mir hast du gar nichts getan. Na eben. Aber zum Beispiel Steffis Ex hast du was getan. Ach so, was ist denn da vorgefallen? Ja, der hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, dass die Steffi immer, wenn der Andi irgendetwas gesagt hat, dass sie dann gleich aufgesprungen ist und deswegen hat er mit dir Schluss gemacht. Sagen Sie, haben Sie deswegen Ihre Beziehung zur Angeklagten auch mal in Frage gestellt? Nein, habe ich nicht. Wie haben Sie es denn aufgenommen, dass wegen des Bruders Ihrer Freundin Ihre Rumreise abgesagt werden sollte? Also besonders gefreut habe ich mich da nicht. Aber ich habe ihr gesagt, sie soll sich nicht
von ihrem Bruder so herumkommandieren lassen. Ach so, dann hat die Angeklagte möglicherweise Angst gehabt, dass sie sie auch verliert. Ich meine, wenn sie sich nicht gegen ihren Bruder durchsetzt. Nein, ich wusste doch von vornherein, auf was ich mich da einlasse. Ich hab's oft nicht leicht, aber Andi hat es genauso nicht leicht. Er kann all die Sachen nicht mehr tun, die er früher mal gemacht hat. In die Disco gehen oder Sport. Und Frauen davon mal abgesehen. Es ist alles so kompliziert. Und ich bin schuld daran. Das ist ein Schmarrn. Sag das nicht. Es ist aber so. Andi ist egal, was er tut, mein Bruder. Und ich könnte ihm nie was tun. Das müssen Sie mir glauben, Herr Richter. Der Herr Rupp muss es gewesen sein. Also ich bitte Sie, Frau Leikauf, ja? Ich meine, Sie reimen sich da irgendwas zusammen. Und diese Affäre, die Sie dem Herrn Rupp andichten, die gibt es nicht und die gab es auch nicht. Und die Dame, die jetzt kommt, mit der Herr Rupp angeblich eine Affäre haben soll, die wird das jetzt auch gleich bestätigen. Noch Fragen? Danke. Keine weiteren Fragen an den Zeugen. Miriam Petri, bitte schön. Und Sie bleiben unvereidigt, dürfen bitte den Platz nehmen. Frau Petri, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Miriam Petri, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Steinebach am Wörthsee. Sie sind ledig, Kassiererin in einem Baumarkt. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Sie wissen, was ihr vorgeworfen wird. Sie soll aus Wut und Verzweiflung ihren eigenen Bruder samt Rollstuhl in den See geschubst haben. Ja, ich weiß. Ich meine, ich kenne Andreas ja ganz gut, weil er bei uns im Baumarkt arbeitet. Und Steffi kenne ich ja auch. Hm. Und wenn Sie mich fragen, dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die Steffi mal so richtig ausrastet. Warum ich Sie in erster Linie heute als Zeugen geladen habe, Sie haben bei der Polizei schon ausgesagt, dass Sie einen Abend vor diesem Vorfall die Stefanie getroffen haben. Hm. Was war das für eine Begegnung? Das war am Samstagabend, als wir zugemacht haben. Da hat die Steffi wie immer den Andreas von der Arbeit abgeholt. Und als sie am Auto angekommen waren, hat Andreas gemerkt, dass er sein Handy im Büro vergessen hat. Und was ist dann passiert oder was ist dann geschehen? Er hat ihr in einem abartigen Ton befohlen, dass sie das Handy sofort holen soll. Da kam kein Danke, kein Bitte, nichts. Wie ist denn die Angeklagte damit umgegangen, dass ihr Bruder sie so angefahren hat? Ja, die war natürlich völlig fertig gewesen. Ja. Ich habe sie erstmal zurück zum Baumarkt mitgenommen und ihr gezeigt, wo Andis Handy liegt. Oder auf dem Weg zurück zum Baumarkt haben sie sich dann mit ihr unterhalten? Mhm. Sie hat überhaupt nicht gewusst, wie sie es ihrem Freund erklären soll, dass sie schon wieder keine Zeit hat. Ja, war das alles, was sie gesagt hat? Nein, irgendwann ist sie richtig ausgeflippt, dass Andi meint, dass er wegen diesem scheiß Rollstuhl alles mit ihr machen kann. Dass sie sich wünscht, dass er tot ist, weil sie einfach keine Kraft mehr hat. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Sie war wirklich total am Ende. Sagen Sie mal, Frau Petri, kann es eigentlich sein, dass Sie deswegen so übertreiben und meine Mandantin hier schlecht machen, weil Sie vom wahren Täter ablenken wollen? Wie, von welchem Täter denn? Jetzt zeige ich Ihnen mal was. Schauen Sie mal. Das hier, das sind doch Sie, oder? Genau, ja. Wie hier. Das aber sind auch Sie. Das ist jetzt nicht so, wie es da aussieht. Nicht so. Nicht. Wie ist es denn dann? Ja, das ist... Erzählen Sie einfach. Ja, jetzt ein bisschen peinlich. Ich wollte halt einfach mal probieren, ob es wirklich funktioniert, einen Körperteil zu kopieren. So wie man das halt immer schon mal im Fernsehen gesehen hat. Mhm. Und ja, dabei hat mich Herr Rupp dann erwischt. Haben Sie eine Affäre mit Herrn Rupp? Nee, natürlich nicht. Dann interessiert Sie es auch nicht, was Herr Rupp mit seiner Freundin Frau Burstein in Zukunft vorhat, oder? Ich habe mich im Baumarkt ein bisschen umgehört. Und da habe ich auch mit dem Vater von Lisa Burstein, dem Baumarktleiter, gesprochen. Mhm. Eigentlich wollte ich ja seine Tochter sprechen, aber die war zufällig nicht da. Wissen Sie auch warum? Nö. Nein, Frau Burstein war mit Herrn Rupp beim Notar. Und da haben die beiden einen Kaufvertrag für ein Grundstück unterschrieben. Weil im Sommer diesen Jahres wollen sie dort ein Häuschen bauen. Konrad, was sagst du denn dazu? Ich meine, stimmt das? Baust du mit der ein Haus? Konrad, warum duzt sie dich auf einmal? Lisa, ich habe keine Ahnung. Frau Petri, was ist los mit Ihnen? Frau Petri, alles in Ordnung mit Ihnen. Ich habe das Gefühl, dass Sie von diesen Bauplänen nichts wussten und dass das Ganze Sie ein bisschen irritiert. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Echt nicht. Was ich von Ihnen will, das ist eine ganz einfache Frage. Die Wahrheit. Und ich frage mich natürlich, warum Sie so reagieren, wenn zwischen dem Herrn Rupp und Ihnen gar nichts ist. Ich meine, das ist doch eigentlich nachvollziehbar, oder? Das ist doch eigentlich ganz normal, dass er sich ein Häuschen bauen will für seine Freundin, für das Baby und für sich.
Konrad, was sagst du denn dazu? Ich meine, stimmt das? Baust du mit dir ein Haus? Ja, er baut mit mir ein Haus. Aber ich wüsste nicht, was sie das angeht. Wenn das Baby da ist, dann sag ich's ihr, ne? Das hast du doch eben da draußen noch vor ein paar Minuten zu mir gesagt, oder? Du bist ein scheiß Arschloch, bist du. Moment mal, Frau Petrich, ganz so geht's aber nicht. Hm? Ich weiß, aber ich bin stinksauer. Ja, aber Sie sind trotzdem im Gerichtssaal und da benehmen Sie sich bitte schön, dass Sie stinksauer sind. Ich glaube, das kann ich gerade eben nachvollziehen. Okay. Konrad, erklär mir das bitte, was ist hier los? Für mich klingt das ganz nach einer Affäre. Moment, Moment. Ich weiß überhaupt nicht, was die Dame von mir will. Frau Petri, wir, glaube ich, haben einiges zu klären. Kommen Sie die Tage mal in mein Büro, bitte. Und warum? Ich meine, willst du mich feuern oder willst du mich auf deinem Schreibtisch vernaschen? Also, haben Sie eine Affäre mit ihm? Ja. Konrad sagt, dass das nicht stimmt. Und das stimmt. Genau Lisa, seit das später. Halben bitte, Jahr. Frau Petri, fantasiert. Seit einem halben Jahr, da war ja seine Freundin schon schwanger. Da war sie schon schwanger, ja. Lisa, bitte warte. Nein, ich brauche jetzt Zeit, ich brauche jetzt Ruhe. Ja, aber wir müssen... Nein, gar nichts, nein. Ich habe genug gehört. Ich will jetzt allein sein. Herr Rupp, ich denke, das ist gar nicht das Schlechteste. Schwangere sollten sich nicht zu sehr aufregen. Mhm. Ich denke, eine Stunde allein sein tut ihr jetzt ganz gut. Mhm. Frau Petri, ich hätte da noch eine Frage. Haben Sie dann auch gewusst, dass Herr Rupp von Andreas Leikauf erpresst wird? Ja. Mhm. Anfangs waren es nur kleine Gefälligkeiten, die Andi von ihm wollte, aber irgendwann war es Geld. Und wann hat er das erste Mal von Herrn Rupp Geld verlangt? Das war am Samstag vor der Tat. Mhm. Woher wissen Sie denn das? Na, Konrad hat es mir erzählt. Und wie hat er darauf reagiert? Naja, es ist ihm irgendwann alles zu viel geworden. Er hatte richtig Panik. Er hat gedacht, wenn er erst mal anfängt, Andi Geld zu geben, dann wird er ihn natürlich früher oder später melken wie eine Kuh. Genau, und kündigen konnte er ihn ja nicht so einfach, weil er hatte ihn ja in der Hand, nicht wahr? Genau. Herr Rupp, mir ist da einiges klar. Am 18. März, Sonntagnachmittag, als Sie am See waren und genau beobachtet haben, wie die Geschwister hier gestritten haben, da haben Sie die Gelegenheit schamlos ausgenutzt, als Andreas alleine mit dem Rollstuhl auf dem Steg stand. Sie haben ihn ins Wasser geschubst. Ich habe diesen Mann gerettet. Ich glaube Ihnen kein Wort, gewesen, kein einziges Wort, glaube ich Ihnen. Der Gericht soll jetzt einfach die nächste Zeit hören. Oder gibt es denn noch Fragen an die Frau Petri? Dann bleiben Sie unvereidigt. Brigitte Leikauf, bitte schön, wenn Sie bitte hinten Platz nehmen würden. Dankeschön. Okay, ist alles klar? Ja, Mama, ist alles in Ordnung. Okay. Frau Leikauf, nehmen Sie doch mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, als Zeugin müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Brigitte Leikauf, 45 Jahre alt. Sie wohnen in Steinebach am Wörthsee, Sie sind verheiratet. Angestellte von Beruf? Ja, so ungefähr. Ich arbeite mit in der Gärtnerei meines Mannes. Und Sie sind die Mutter der Angeklagten, damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können frei entscheiden, ob Sie überhaupt aussagen wollen. Ich werde aussagen. Sie wissen, dass es heute darum geht, ob Ihre Tochter versucht hat, Ihren Sohn, also dem Bruder, in den See zu schubsen und damit zu töten. Ja, natürlich. Wo waren Sie eigentlich an diesem Sonntagnachmittag, so gegen 15 Uhr? Also, mein Mann und ich, wir waren bei Freunden zum Kaffee. Wissen Sie denn von dem Streit, den da Ihre Tochter mit ihrem Sohn hatte? Ja, schon. Allerdings hat mir Andreas erst im Nachhinein erzählt, was er sich von Stefanie so alles anhören durfte. Es ging ja um die Romreise, die sie eigentlich geplant hatte und die sie wohl absagen sollte. Mhm. Sie haben an dem Morgen selbst ihr diese Hiobsbotschaft überbracht, oder? Ja, und ich dachte, ich hätte mich klar und deutlich ausgedrückt. Mhm. Wie hat sie denn Ihnen gegenüber reagiert? Ja, wie so oft, wenn ihr irgendwas nicht passte. Sie hat geweint, ist in ihr Zimmer gelaufen. Aber meistens hat sie sich relativ schnell wieder beruhigt. Und dieses Mal? Wohl nicht, oder? Nein, leider. Sagen Sie mal, Frau Leikauf, wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Sohn und der Tochter vor dem Vorfall am See? Angespannt. Angespannt. Stefanie hat zunehmend gebockt, wenn es darum ging, ihrem Bruder behilflich zu sein. Mama! Ist doch wahr, du bist immer fauler und egoistischer geworden. 100-mal musste man dich bitten, bis du dann endlich mal was für Andreas getan hast. Das ist nicht wahr. Ich habe immer alles für Andi getan. Ja, immer. Aber wie? Wenn du ihm irgendwas holen solltest, hast du es ihm wütend in den Schoß geworfen oder vor die Füße. Sag mal, wie kann man denn eigentlich so sein? Hast du vergessen, wer an allem schuld ist? Nein, und ich würde ja es rückgängig machen. Frau Leikauf, Sie können Ihre Tochter doch nicht ein Leben lang dafür büßen lassen. Ja, das will ich ja auch gar nicht. Aber ich kann doch von meiner Tochter erwarten, dass sie mit ein wenig mehr Liebe für ihren Bruder sorgt.
Oder ist das zu viel verlangt? Ha? Immer alles nur husch husch. Das stimmt doch gar nicht. Ja, und wie war's, als du ihm den heißen Kaffee in den Schoß geschüttet hast, nur weil du es mal wieder eilig hattest? Dafür habe ich mich doch schon tausendmal entschuldigt. Das tut mir ja auch leid. Es war doch nur, weil ich zu dem Volleyballtraining wollte. Ha, wenn ich das schon höre. Sport. Sei froh, dass du noch Sport machen kannst. Dein Bruder kann das nicht. Es tut mir ja auch leid. Hey, meine Güte, Steffi, hör doch auf. Merkst du das denn nicht? Wie, wenn, die wissen doch, deine Mutter weiß es, dein Bruder, die wissen es, wie du funktionierst. Die nutzen dich aus. Thomas, hör auf. Sie wissen doch überhaupt nicht, wie fertig ihre Tochter ist. Thomas, misch dich nicht in unsere Familienangelegenheiten ein. Was weißt du denn schon? Genug. Ich war dort, als sie in der Brücke stand und sich runterstürzen Thomas wollte. Thomas, nicht. Was war? Stephanie. Als sie von der Brücke springen wollte, sagen Sie? Das war an einem von den Tagen, als die Steffi wieder weint, mit mir einen Spaziergang gemacht hat. Und an der Brücke hat sie sich dann losgerissen und wollte sich in die Tiefe stürzen. Und es hat ewig lang für mich gedauert, um sie dazu zu überreden, dass sie ihr Leben nicht beendet und wieder zurückkommt. Aber wieso sehen Sie das nicht? Sie haben einen Sohn, aber Sie haben auch eine Tochter. Und die hat auch Gefühle und sie hat auch ein Leben. Aber Stephanie, wieso hast du nie was gesagt, wenn dir das alles zu viel wird? Das interessiert doch sowieso niemanden. Doch, doch, Frau Leikopf, das interessiert schon. Also mich interessiert's. Ich glaube, uns alle hier interessiert's. Dann reden Sie doch jetzt einfach. Aber ehrlich, also ich meine, ich verstehe das einfach alles nicht. Sehen Sie, es hat doch sowieso keinen Sinn, ihr irgendetwas zu sagen. Du und Andi, ihr wisst doch überhaupt nicht, wie es ist, jeden Morgen mit Schuldgefühlen aufzuwachen. Aber du hast doch alles. Ich würde doch so gerne mit ihm tauschen, wenn ich könnte, aber es geht nicht. Papa traut sich gegen euch nichts zu sagen. Und Thomas ist der Einzige, der zu mir hält. Und sogar er muss zurückstecken. Das ist irgendwann zu viel. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Da hat man eine Mutter. Bei allem, was ihrem Sohn passiert ist, ist es ganz schrecklich. Aber es kann doch nicht sein, dass sie ihr ganzes Leben ihrer Tochter nur Schuldgefühle machen, diese Schuldgefühle immer verstärken und immer was von ihr verlangen, sie immer extra büßen lassen, immer noch den Finger in die Wunde legen. Kann es doch nicht sein, dass es irgendwann nicht mehr aushält? Hm? Ist es so? Sie halten es nicht mehr aus? Hm? Ja, es tut mir ja auch leid. Andi hat monatelang mit mir kein normales Wort mehr geredet. Er hat mich nur noch angeschrien. Und ich habe trotzdem versucht, nett zu ihm zu sein. Und da am See, ich weiß auch nicht, da habe ich ihn dann einfach geschubst. Ich war so sauer, wütend und traurig. Die Last war ihnen zu viel. Sie wollten sich von der Last befreien. Aber da haben sie sich einfach liegen gelassen. Sie sind hoch zum Haus gelaufen. Das heißt, sie wollten wirklich, dass er nicht mehr kommt, dass er es nicht überlebt. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich bin einfach nur gelaufen. Und dann plötzlich ist mir klar geworden, was ich da tue. Vor lauter Angst, er könnte tot sein, bin ich dann zurückgelaufen. Und da hat Herr Rubin schon aus dem Wasser gezogen. Er hätte ja auch schon tot sein können. Du bist doch mein Bruder, es tut mir leid. Verzeih mir. Aber das ist jetzt eigentlich ganz wichtig. Was haben Sie denn in dem Moment gewollt, als Sie da den Rollstuhl geschubbt haben? Wollten Sie da die Last endgültig los sein? Es war nur für den Moment. Es war nur, weil ich sauer war, weil ich wütend war. Nur deswegen habe ich Ihnen einen Schubs gegeben. Und ich habe es im Nachhinein ja bereut. War Ihnen klar, dass er da sterben könnte dabei? Wie schon gesagt, ich habe nicht nachgedacht, was ich da tue. Naja, gibt es denn noch Fragen an die Mutter Leikauf? Keine. Danke, nein. Dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte da hinten Platz. Nachdem die Angeklagte 20 Jahre alt ist, geht es hier natürlich auch um die Frage, ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht anzuwenden ist. Und deshalb, Frau Siegmar, bitte noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Ich habe Stephanie als freundliche, sehr sensible junge Frau kennengelernt. Sie fühlt sich für den tragischen Unfall ihres Bruders verantwortlich und leidet unsäglich unter dessen Behinderung. Sie versucht, ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen und hat sich in der Vergangenheit nahezu aufgeopfert für ihn. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sowohl ihr Bruder als auch ihre Eltern ihr immer mehr abverlangt haben und sie diesen Druck nicht standhalten konnte. Was jetzt die Frage angeht, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht, so würde ich sagen, dass sie einer Jugendlichen im Entwicklungsgrad nicht gleichstand. Sie wohnt zwar noch bei den Eltern und sie muss auch die dortigen Regeln befolgen,
aber sie verdient bereits ihr eigenes Geld. Deswegen bin ich der Meinung, dass in dem Fall Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden sollte. Mhm. Allerdings sollte man den psychischen Ausnahmezustand zum Tatzeitpunkt berücksichtigen. Mhm. Dankeschön. Oder gibt es noch Fragen an die Frau Siegmann? Dann herzlichen Dank. Dann habe ich hier noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister und Erziehungsregister. Verlese ich hiermit keine Eintragungen. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Oh, Jugendkammer, ich kann der Angeklagten beim besten Willen nicht helfen. Bei allem Verständnis für ihre Stresssituation, bei allem Verständnis dafür, dass sich ihre Affekte hier in dieser Situation an diesem Wassersteg aufgeschaukelt haben. Die Angeklagte ist auch nach meiner Auffassung hier als Erwachsene zu behandeln. Und damit haben wir für den Totschlag hier in Form des Versuchs eine Mindestfreiheitsstrafe von 5 Jahren. Aber ich meine hier ausnahmsweise, weil die Angeklagte hier auch wirklich Reue gezeigt hat, weil man ihr ansieht, dass sie das Ganze tiefst bereut und weil sie auch wieder zurückgelaufen ist, von Reue gepackt. Und weil es eine Stresssituation war, dass man hier von einem minderschweren Fall des versuchten Totschlags ausgehen kann. Und ich beantrage daher gegen die Angeklagte, eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren zu verhängen, die hier gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ich beantrage auch, den Haftbefehl aufzuheben, mir allerdings die Kosten aufzuerlegen. Die Bewährungsauflagen und die Bewährungsdauer stelle ich in das Ermessen des Gerichts. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich meine nicht, dass Steffi wie eine Erwachsene, sondern wie eine Jugendliche zu behandeln ist. Denn allein die Tatsache, dass sie ihr eigenes Geld verdient, macht einen Menschen noch nicht zu einem Erwachsenen. Zum Tatzeitpunkt, und darauf muss man abstellen, war Steffi überfordert mit der häuslichen Situation. Und wäre sie erwachsen gewesen in diesem Zeitpunkt, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu dieser Tat gekommen. Sie hat sich von ihrem Bruder rumschikanieren lassen. Sie hat sich von den Eltern ein schlechtes Gewissen einreden lassen. Und sie wollte funktionieren wie eine Maschine, nur um es allen recht zu machen. Ein Erwachsener hätte sich da abgegrenzt und hätte gesagt, Schluss, aus, ich will auch mein Leben führen. Das hat Steffi nicht gemacht. Und deswegen plädiere ich hier dafür, dass Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt. In Anbetracht der Tatsache, dass sie auch schon einige Zeit in U-Haft gesessen ist und hier auch im Affekt gehandelt hat, ist eine milde Strafe vertretbar. Und da denke ich, ein Jahr zur Bewährung. Dankeschön. Ja, Frau Leikauf, Sie haben nun beide Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort, vor das Urteil gesprochen wird. Ich kann nur noch mal sagen, dass es mir leid tut. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Stefanie Leikauf ist schuldig des versuchten Totschlags im minderschweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Paragraphen 212, 213, 223, 224 Absatz 1 Nummer 5, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Und es ergeht der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Starnberg vom 19. März 2007 wird aufgehoben. Das ist so ein klassischer Fall, wenn man nur die Fakten in der Zeitung liest. Dann fragt man sich, wie kann ein Gericht bei einem versuchten Totschlag eine Bewährungsstrafe verhängen? Aber das ist auch so eine Fallkonstellation, bei der ganz klar wird, es geht hier nie um Fälle. Es geht immer um Menschen, um deren Schicksale und um deren persönliche Schuld. Und da haben wir eine junge Heranwachsende, die die Querschnittslähmung ihres Bruders durch eine kleine Unachtsamkeit verursacht hat. Und die seither von schrecklichen Schuldgefühlen geplagt ist, die versucht, das alles wieder gut zu machen, die versucht, wo immer möglich, sich um den Bruder zu kümmern, uns selbst zurückzustecken. Und statt dass man ihr die Chance gibt, dass sie ihr Leben wieder ein bisschen ins Lot bekommt, da wird ihr immer mehr aufgeladen. Da werden immer mehr ihre Schuldgefühle verstärkt. Und da gibt man ihr in der Familie noch das Gefühl, dass es ihre verdammte Pflicht sei, sich immer und überall um den Bruder zu kümmern und nur für ihn da zu sein. Da wird dauernd zu viel von ihr verlangt. Und wir meinen, es ist auch zu viel verlangt, sie als Erwachsene heute hier anzusehen. Sie hat sich wie eine Jugendliche zu verantworten für das, was sie getan hat. Aber da müssen wir uns doch fragen, was hat sie denn getan? Wie ist denn das überhaupt einzuordnen? Sie schubst den Bruder impulsiv vom Steg. Und ich mag ihr glauben, dass sie in dem Moment gar nicht nachgedacht hat, was sie da anrichtet. Aber spätestens, wenn sie sich wegdreht und zum Haus hochgeht, da ist ihr doch klar, der Bruder wird sterben im Wasser, weil weit und breit eigentlich niemand da ist, der ihn wieder rausholen kann. Und selber kann er sich nicht retten.
Und damit haben wir einen Tötungsvorsatz. Und dann sind Sie irgendwann wieder zurückgekommen. Hätten Sie ihn dann selbst wieder aus dem Wasser geholt, dann hätte das Gesetz Ihnen sogar die goldene Brücke gebaut. Man nennt das Rücktritt vom Versuch. Dann wären Sie überhaupt nicht hier zu bestrafen gewesen. Aber soweit kam es nicht. Es kam Ihnen jemand zuvor. Und wir müssen Ihnen einfach glauben, Sie hätten ihn vielleicht rausgeholt. Wenn ich das hier mir vor Augen halte, Ihre Überforderung, die Ausnahmesituation, die Rumreise sollte platzen, ja, dann meine ich, kommt man auf jeden Fall hier zu einem minderschweren Fall. Und deshalb kommen wir hier auch zu einer Bewährungsstrafe. Es ergeht der Beschluss, die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Die Angeklagte wird der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt. Und sie hat unter Leitung des Jugendamtes an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilzunehmen. Da geht es jetzt darum, mit ihrer Mutter, mit dem Vater, mit dem Bruder zusammen mal zu klären, wer von wem was erwartet und was man wirklich erwarten kann von ihnen. Ja? Mehr muss nicht sein, sie saßen lang genug in Untersuchungshaft. Gegen dieses Urteil kann allerdings noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Es ist hier heute ein Ausdruck gefallen, der Andreas genieße seine Rolle als Behinderter. Das passt mir überhaupt nicht, dieser Ausdruck, denn ich glaube, an einer Behinderung gibt es wirklich nichts zu genießen. Allerdings, Andreas, das muss ich schon auch sagen, Sie machen es einem nicht unbedingt leicht, Ihnen gern zu helfen, so wie Sie sich verhalten. Ja, und es ist auch heute was herausgekommen, wie Sie sich verhalten. Sie erpressen sogar. Sprich, Sie sind selbst sehr, sehr rücksichtslos. Dass das heute herausgekommen ist, das hilft vielleicht Mutter wie Tochter. Das zeigt doch nämlich, wenn er rücksichtslos ist, dann muss das Leben der Tochter, sprich der Schwester, nicht daraus bestehen, dass sie nur Rücksicht auf den Bruder nimmt. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Andreas Leikauf wurde wegen versuchter Erpressung zu einer Geldauflage von 900 Euro verurteilt. Konrad Rupp wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten mit Bewährung verurteilt. Lisa Burstein hat sich von ihm getrennt und inzwischen eine gesunde Tochter zur Welt gebracht, die sie allein aufzieht.